Kommt euch dieses Logo da oben bekannt vor? Vielleicht kennt ihr es irgendwoher. Was es damit auf sich hat und viele weitere Sachen in Bezug zu Fastfood und Australien, wenn wir in diesem Video herausfinden. Denn ich schaue bei 6 Fastfood-Ketten vorbei und werde heute einen Tag nur Sachen essen, die es bei uns in Deutschland nicht gibt. Denn wir haben noch circa eine Woche hier in Australien verblieben. Und bevor ich das Land verlasse, möchte ich auf jeden Fall gucken, was es hier in Fastfood gibt. Wir beginnen auch schon gleich mit dem ersten Laden und zwar Hungry Jack's, wie ihr es gerade lesen konntet. Das Lustige hieran ist nämlich, dass Burger King die Lizenz für den Namen hier in Australien nicht bekommen hat, weil eine kleine Lieferkette in Adelaide die eingetragenen Markenrechte für den Namen Burger King hat. Deswegen heißt jeder Burger King Laden hier in Australien Hungry Jack's und die haben auch ein anderes Sortiment als wir in Deutschland. Okay Leute, also natürlich ist es auch so in Deutschland, dass man hier auch genauso bestellt, aber jetzt schaut euch mal das Menü an. Wir sind jetzt hier mal nur bei den Getränken. Es gibt Frozen Fanta Bubblegum, dann die Burger, eine riesige Auswahl. Double Tropical Whopper, Aussie Whopper, mega viel Triple Angry Whopper. Der hat einfach 6000 Kilojoule, ein so ein Burger. Auch interessant hier unten der Angry Plant-Based Whopper. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Was wir auch auf jeden Fall probieren müssen, ist sowas wie das hier, Storm Fairy Floss. Also mit Zuckerwatte vielleicht. Auch ähnlich wie bei McDonald's ist hier die Auswahl an Kaffee sowas von heftig, Alter. Man kann einfach ein Baby Chino, Mini Chino, Piccolo Chino, Short Black, ich kenne nur Long Black, Chai Latte, Mocha, Long... Ah ja, da haben wir ja Long Black. Ich möchte einen Large Long Black. So, den nehmen wir mal aus Prinzip. Ich würde sagen, ich lasse mir eine Bestellung raus und die sehen wir jetzt. Die erste Bestellung für 30 Dollar wurde rausgelassen. Und eigentlich hatte ich mir dieses Eis bestellt, aber hier funktioniert das gleiche Ding wie bei McDonald's auch, dass die Eismaschine einfach nie funktioniert. Deswegen musste ich jetzt ausweichen auf diesen Drink hier. Ich hoffe, ihr wisst, warum das mit der Eismaschine ist. Es ist ein einziger Hersteller, den die Franchise-Nehmer für diese Eismaschine nehmen müssen. Und McDonald's und Burger King wissen aber, dass dieser Hersteller diese Sollbruchstellen hat, dass die immer wieder kaputt geht. Diese Firma, die diese Eismaschine gleichzeitig verkauft, ist aber auch die einzige Firma, die reparieren darf. Also steckt sich McDonald's von der Eismaschinenfirma viel Kohle ein und der Franchise-Nehmer muss immer wieder die Reparatur zahlen. Ist eigentlich eine richtig krasse Sache und ziemlich traurig, dass das nie funktioniert. Wir haben jetzt hier einen super duper Bursties mit Bubblegum-Flavor. Da sind so kleine, also hier unten kann man es vielleicht ein bisschen sehen, da sind so kleine Bälle drin unten. Ja, so kleine Bubbles, hat auch eine sehr gesunde Farbe, würde ich sagen. Wow. Ich weiß nicht, ob ich schon mal jemals in meinem Leben sowas Künstliches gegessen habe. Das schmeckt wie Nerds, nur als Drink. Wow, ein bisschen sprudelig, sehr, sehr künstlich. Wer hätte das gedacht bei der Farbe, ne? Aber so ein bisschen, so eine Mischung aus Slushy und Eis und Bubble Tea, ja genau. Dann habe ich zwei Burger, die ich gerne testen möchte. Einmal einen vegan und davor einen Grill Tropical Chicken Burger. Das Besondere hier an den Burgern ist, dass sie einfach Ananas drauf haben. Es gibt ganz viele Burger hier bei Hungry Jack's mit Ananas drauf. Hier ist einfach eine Scheibe Ananas auf dem Burger drauf, dazu Bacon. Und ganz darunter befindet sich dann hier noch so ein Hähnchenfilet. Schaut jetzt nicht super berauschend aus, aber auch nicht katastrophal. Probieren wir es mal. Wie schmeckt Burger mit Ananas? Hm. Ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht. Es springt so ein bisschen Süße und ein bisschen was Saftiges rein, dass das nicht so trocken ist. Dazu so eine Barbecue-Soße, so eine Smoked-Barbecue-Soße. Ich muss sagen, das kommt eigentlich ziemlich geil. Wow. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so einen geilen Burger bei Burger King gegessen habe. Könnt ihr euch das vorstellen, einen Burger mit Ananas zu essen? Manche drehen ja schon bei Pizza durch. Das hier ist der Angry Vegan Whopper oder Plant-Based Whopper. Wir haben natürlich einmal hier das vegane Patty. Und dann, was den Angry Burger unterscheidet, glaube ich, ist das hier noch, kann es sein, dass da Pommes drauf sind? Hier so, was ist das? Ich glaube, das sind so Kartoffelstücke. Oder frittierte Zwiebeln sind das. Frittierte Zwiebeln, ja. So wie Onion Rings so ein kleines bisschen. Schaut eigentlich ziemlich geil aus. Also auch hier, das Brot ist jetzt nicht der absolute Hit, aber das beides in Kombination ist halt angry. Und ich will angry werden. Let's probier. Okay, das Patty schmeckt das nicht so geil. Ich glaube auch nicht, dass in Australien so viele Leute vegane Sachen bestellen hier. Aber das Sortiment ist riesig. Dennoch finde ich, haben wir hier ein gutes Verhältnis aus Patty und Gemüse drauf. Den Long Black, den lasse ich mir so oder so schmecken. Das war die erste Bestellung bei Hungry Jack's. Natürlich darf McDonald's bei dem Video auch nicht fehlen. Wir hatten es zwar in den letzten Videos auch schon, aber wir haben irgendwie entweder Eis getestet oder diesen ekligen Frühstücksburger. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich im Ausland bin, bin ich immer an zwei Sachen relativ interessiert. Erstens, was für Sachen gibt es im Supermarkt und wie ist das Sortiment dort? Und dann zweitens, bei so Fastfood-Ketten wie hier, wie ist da das Sortiment? Und das haben wir noch in keinem einzigen Video gemacht. Deswegen möchte ich das mit dem Video hier abhaken. Wir werden in dem Video aber auch noch bei Fastfood-Ketten vorbeischauen, die es nur in Australien gibt. Das heißt, Sachen, die ihr noch gar nicht kennt.
Jetzt legen wir aber los mit der goldenen Möwe. Also natürlich, das Bestellterminal ist überall, wie überall auf der Welt. Und auch hier gibt es ein relativ großes Menü. Das Krasse ist, es gibt das Breakfast hier, glaube ich, all day long oder bis um 12 Uhr. Was wir auf jeden Fall probieren möchten, sind Hot Cross Bun with Cadbury Choc Chips. Dann bei den Burgern selber merkt man, es ist jetzt relativ ähnlich zu Deutschland. Aber es gibt unter anderem auch so Sachen wie den Quarter Pounder und hier ein Double Big Mac. Was einem extrem auffällt, oder was mir als Deutscher extrem auffällt, ist, es gibt nur eine Variation von Pommes hier. Und zwar ganz normale Fries. Bei uns gibt es Curly Fries. Dann gibt es irgendwie noch solche Fries und solche Fries. Und ich habe ja immer wieder in Videos gemerkt, dass wir Deutschen Kartoffeln und Pommes anscheinend lieben. Hier ist das nicht so extrem. Ich würde sagen, ich lasse mir meine Bestellung raus und wir sehen uns mit der Bestellung Nummer 2 von 6. Hier befindet er sich, der Double Whopper. Hier haben wir unser kleines Frühstück mit Schokolade und Cadbury. Hier eine Raspberry Fanta, die so als Slushy ist. Hier den Burger Angus Beef, irgendwas Burger war das. Der hier hat übrigens 3000 Kilojoule. Also das Teil hat genauso viel Kalorien wie der Double Big Mac. Und die größte Enttäuschung ist das hier. Also das ist wirklich ein Witz. Das ist ein Grilled Chicken Wrap. Schau mal, das ist also... Was soll das sein, Alter? Das habe ich mir ein bisschen größer vorgestellt. Das ist ja ein absoluter Witz. Da ist wirklich nichts. Ja. Nichts ist da drin. Gar nichts. Auch kein Grilled Chicken. Da ist einfach so ein Chicken Nugget ist da drin. What the f***, Alter? Ja, das kriegt für mich schon mal eine ganz schlechte Bewertung. Das hier schaut aber geil aus. Das ist so warm und das ist, glaube ich, irgendwie so ein Gebäck, was mit Cadbury, das ist quasi wie Milka hier, Cadbury, gefüllt ist. Riecht nach geiler Schokolade. Und dazu haben wir hier noch eine Butter bekommen, die man da jetzt noch drüber streichen kann. Da verzichte ich aber mal drauf. Ich will es mal so. Schmeckt ein bisschen wie Nutella-Toast. Hm, kann man machen. Das ist schon Kaffee oder sowas. Schön warm, nicht zu viel Schokolade drin. So ein bisschen klebrig und weich innen. Nichts Besonderes, habe ich so noch nie irgendwo gesehen. Schaut auch echt nicht gerade wirklich einladend aus. Dieser Double Big Mac sieht wirklich noch weniger einladend aus. Das Patty ist wirklich so ultra tot gebraten. Riecht auch nicht gerade geil. Das ist, glaube ich, der trockenste Big Mac, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Haben die irgendwie die Soße vergessen oder so? Hier hinten läuft die zwar raus, aber das ist halt ein Big Mac quasi, der anstatt zwei Patties, vier Patties hat. Ich glaube, in der Schweiz gibt es auch. Wer es noch nicht gemacht hat, könnt ihr euch gerne mal den Mac-Marathon reinziehen. Da habe ich einen Monat nur McDonald's gegessen und da haben wir den auch mal probiert. Jetzt möchte ich mal wissen, wie im Vergleich dazu dieser Grilled Angus Burger hier schmeckt. Mit einer schönen Scheibe Tomate drauf. Wir haben hier einen Brioche-Bun, außerdem noch saure Gürkchen und frische Zwiebeln. Ich könnte mir vorstellen, dass der besser schmeckt. Man schmeckt ja auch. Der schmeckt nach einem Burger, der hat auch richtig Gewicht. Der ist die Kalorien schon wert im Vergleich zu dem hier. Das war eine Enttäuschung, das war eine Enttäuschung, das war ganz okay. Und Frozen Fanta gibt es bei uns in Deutschland auch nicht. Auch ganz cool. Und dann würde ich sagen, bei The One and Only McDonald's haben wir auch einen Haken hintergemacht. Und die nächste Fastfood-Kette sollte eine sein, die es bei uns in Deutschland nicht gibt. Und zwar ging es zu Red Rooster. Man könnte aber meinen, dass der Laden ein kleines bisschen Ähnlichkeit mit KFC hat. Denn auch hier dreht sich alles um Hähnchen. Red Rooster eilt aber einen Ruf voraus. Und zwar der, dass die Fastfood-Ketten mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen sind und ein kleines bisschen refreshed gehören. Das spiegelt sich auch darin wieder, dass Jahr für Jahr Locations geschlossen werden. Und als ich den Laden besucht habe, habe ich auch eine ähnliche Erfahrung auf der Toilette gemacht. Also von dem, was ich gerade auf der Toilette gesehen habe, Leute, da wurde mir der Ruf dieses Ladens auf jeden Fall bestätigt. Ich weiß nicht, also... Ich will nicht ins Detail gehen, aber es war auf dem Level, dass ihr die Luft anhaltet, weil ihr nicht mehr die Luft da drin atmen möchtet, weil ihr Sachen gesehen habt, die man nicht mehr sehen möchte. Also man, dann rennt man raus aus der Toilette und sobald man draußen ist... So ein Ding war das. Ihr erinnert euch an das Sprichwort, dass man häufig sagt, so wie es auf der Toilette ausschaut hygienisch, so schaut es auch in der Küche aus. Jetzt gerade bin ich wieder in Deutschland und ich hatte jetzt in den letzten 4 Wochen 8 Albträume von der Toilette. Ich brauche keine Hilfe. Dementsprechend, ich habe eigentlich nicht mehr so Lust, jetzt das Essen zu essen, aber wir ziehen es trotzdem durch. Es ist eine australische Kette, die es auch nur hier gibt, Red Rooster. 6 Tenders habe ich mir bestellt. Schön frittiertes Hähnchenbrustfilet mit einer Chili-Aioli. Das ist halt gar nicht crunchy, aber relativ frisch. Das hat ein bisschen so eine gummimäßige Konsistenz, also kann man machen. Was interessant hier war, hier gab es unter anderem auch sowas wie Süßkartoffeln oder Erbsen. Also relativ gesunde Sachen, denn, was viele von euch nicht wissen, ist jede dritte Mahlzeit der Australier auswärts gegessen wird. Aus dem Grund hat die australische Regierung auch verordnet, dass diese ganzen Takeaway- und Fastfood-Ketten auch mehr gesunde Sachen anbieten müssen, damit sich die Bevölkerung auch gesünder ernährt. Und das ist dann unter anderem die Folge daraus, dass solche Sachen eingeführt wurden. Mir wurde kein Löffel gegeben, falls ihr euch fragt. Und die Süßkartoffel hier ist wirklich so eine Süßkartoffel, die strikt in Scheiben geschnitten wurde.
Wow, okay, das ist geil. Ohne groß irgendwie Heckmeck irgendwas, einfach eine Süßkartoffel in relativ dicke Scheiben geschnitten, frittiert und ein bisschen Salz drauf gemacht. Auch hier holt uns wieder die Ananas ein. Ein Ananasring, der, glaube ich, als Süßspeise gedacht ist. Ich sag's dir, so Ananas ist gar nicht mal so schlecht. Das ist ja voll easy auch für die zu machen. Das ist einfach so eine Dosen Ananas und dann kurz frittiert. Das schmeckt relativ geil. Geiler Nachtisch. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, aber ich glaube, das war nicht so teuer. Bisher hat auch jede Bestellung, sowohl die $30 als auch die davor $30, die erste auch $30, also umgerechnet jeweils 20 Euro gekostet. Das würde ich sagen, relativ preisähnlich zu dem in Deutschland. Hier haben wir jetzt noch einen Spicy Burger mit so Spicy Fried Chicken. In den USA würde man dazu Chicken Sandwich sagen. Ja, ganz geil gewürzt eigentlich. Also die Kette hat nicht den besten Ruf, ist aber eine der größten in Australien. Und ich muss sagen, vergesst jetzt einfach mal das, was ich auf der Toilette gesehen habe. Das Essen ist auf jeden Fall okay, kann man auf jeden Fall machen. Das ist jetzt keine Vollkatastrophe. Ist ein bisschen ähnlich wie KFC, sogar vielleicht noch ein bisschen besser, dadurch, dass man hier solche Sachen hat. Bevor wir zu Laden Nummer 4 kommen, schauen wir kurz beim Sponsor des heutigen Videos vorbei. Der Sponsor des heutigen Videos bist du. Denn du hast auf diesem Video einen kostenlosen Daumen nach oben dagelassen. Und weil du ein kleiner, süßer, artiger Hamster bist, natürlich auch schon ein Abonnement auf diesem Kanal. Vielen Dank für Ihr Engagement. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Donut King. Das ist eine ganz große Donutkette hier in Australien. Und hier habe ich mir jetzt einen Donut bestellt. Man kann hier direkt zuschauen, wie der Teig gemacht wird. Und dann werden die vor deinen Augen frittiert. Da läuft mein Donut jetzt gerade durch. Und ich war bei der Kette schon mal, bei dem Video, wo ich einen Tag das gegessen habe, was die Familie vor mir bestellt hat. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das Video mal hier oben. Da hat die Familie vor mir aber nur so, also so Ice Shakes, sowas in der Art. Und ich wollte unbedingt eigentlich mal die Donuts probieren, weil die gut sein sollen. In dem Sinne, Kette Nummer 4, Donut King. Ich muss sagen, ich bin jetzt echt auch schon ein kleines bisschen satt, aber so ein paar Donuts, die gehen doch irgendwie immer rein. Was viele nicht wissen, diese Food-Videos sind eigentlich immer so eine Plus- und Minus-Rechnung. Auf jedes Plus folgt ein Minus. In dem Fall das Plus, auch auf der Waage und an der Hüfte, ist jetzt hier, sind hier diese Donuts. Und als Minus kaufe ich mir dann einfach bei so einem Biomarkt oder so einen Cleanse-Drink mit Naturally Brewed Herb Mix, Koriander, Thymian, Ingwer und so weiter und so fort. Das ist dann wieder gesund und dann gleicht sich das im Bauch wieder aus und alles easy. Oder man macht einfach dann eine Trainingseinheit mehr. In dem Sinne, das hier ist der Donut, der frisch frittiert wurde. Und das ist so ein Zimtfritter. Ich muss sagen, der schaut richtig geil aus. Der ist auch geil. Wirklich richtig schön viel Zucker drüber gemacht und Zimt. Der Long Black von vorhin, der ist immer noch ziemlich tief mit drin. Und ich habe auch nicht so allzu viel Bock, jetzt noch einen Kaffee zu trinken, sonst hätte ich dazu noch einen genommen. Aber dazu passt an sich einer schon sehr geil. Natürlich muss man auch so einen Glazed Donut testen. Die haben in Australien auch Krispy Kreme. Die sind ja legendär. Ich frage mich auch, wie lange sich Dunkin' Donuts bei uns in Deutschland noch halten kann, weil die Donuts von denen, wenn man mal ein paar im Ausland probiert hat, sind halt echt nicht so geil. Ja, der ist auch ganz geil. Aber kommt nicht an Krispy Kreme ran. Da fehlt einfach diese Fluffigkeit, die Krispy Kreme hat. Das ist nochmal was anderes. Der hier ist noch besser, weil der noch frischer war. Ist auf jeden Fall eine bessere Kette, als es bei uns in Deutschland gibt. Wir haben ja nur Dunkin' Donuts, aber Krispy Kreme ist besser. Eigentlich wollte ich jetzt ein kleines Training machen, Leg Day und ein bisschen Sport als nächsten Ausgleich. Aber das Fitnessstudio hatte schon zu, als ich da war. Jetzt packen wir es aber auf zu der gehyptesten Fastfood-Kette wahrscheinlich in Australien. Zumindest ist es eine oder vielleicht sogar auch die am schnellsten wachsende Fastfood-Kette Australiens. Und sie besticht immer wieder durch ihre gute Qualität und durch das gute Essen. Also viele Leute feiern es extrem und es gibt es in verschiedensten Orten hier in Australien. Und zwar die Rede ist von Foodmaster. Die haben nämlich erkannt, dass viele deutsche Touristen, die herkommen, einen richtig krassen Foodfetisch haben. Unter anderem auch Montana Black. Und ich zähle da halt auch dazu, ne? Was sagst du zu Männern, die einen Fußfetisch haben? Da sage ich nichts mehr. Nee, da fehlen dir die Worte. Da gehen wir lieber zu Guzman y Gomez, Mexican Taqueria. So, hier ist auch schon eine Menü, eine Karte. Ich glaube, das könnte ganz geil schmecken. Schon beim Betreten des Ladens ist mir aufgefallen, wie sauber alles ist. Und man konnte perfekt in die Küche reinschauen. Ähnlich wie in einem Restaurant. Allerdings waren die Preise so gar nicht restaurantmäßig. Und diesen positiven Eindruck, den ich habe, der spiegelt sich auch in Zahlen wieder. Denn Guzman y Gomez eröffnet jedes Jahr mehrere zig neue Standorte und ist mittlerweile wirklich ein Big Baller im Game und super beliebt. Ob das alles nur Hype ist oder ob die wirklich was können,
Das seht ihr jetzt. Ich habe ein dickes Grinsen im Gesicht, weil ich glaube, dass das Essen jetzt geil wird. Wir haben für 36 Euro bestellt und hier Nacho Sunday bestellt. Also so wie Mac Sunday von McDonald's, nur jetzt auf mexikanisch mit Nachos, Karamellsoße und Eis drüber. Dazu ein bisschen Zimt und Zucker. Das ist eigentlich eine Nachspeise, aber ich dachte mir, wir nehmen halt zuerst. Ein bisschen unnötig, dass man da jetzt die Crisps hat, weil es ist sehr unpraktisch zu essen mit dem Eis. Aber es ist eine geile Sache, um es mal zu testen. Ich glaube, das Essen hier wird richtig gut, ehrlich gesagt. Ich habe so ein Gefühl, so wie das schon alles ausschaut, das könnte geil werden. Das ist so eine Mischung aus Fast Food und so richtigem Essen. Einfach Premium Fast Food, würde ich mal sagen. Hier gibt es auch Bier. Okay, man muss auch sagen, Alkohol ist hier in Australien sehr teuer. Das hat natürlich den Preis ja nach oben gerissen. Aber das hier, ja, ich weiß, was ich nicht normal machen würde. Was sagst du? Also mit Churros wäre es geil, aber die mit Nachos schmecken halt nach nichts. Okay, Sophia ist schon beim Hauptgang angekommen. Mhm. Also ich sag jetzt mal als Vergleich, auch für die Leute, die es kennen, Chipotle in den USA ist ja bis jetzt immer so unser Favorit gewesen, ne? Also noch ein bisschen besser. Noch besser? Okay, das ist krass. Saugeil. Die sind viel mehr gefüllt. Also richtig geiles mexikanisches Ding. Ein Taco kostet 1,80 Euro circa. Preislich eigentlich vollkommen in Ordnung, oder? Auch die Pommes sehen hier ziemlich nice aus, muss man sagen. So ein bisschen gewürzt. Ich glaube, du kannst mich nicht mehr filmen. Doch. Nicht mehr. Digga, die hat richtig Hunger. Jetzt hast du mich mehr als neugierig gemacht, muss ich sagen. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum der Laden so gehypt ist. Die Leute stehen ja auch alle an. Und wenn du schon sagst, dass es so lecker schmeckt, ich habe mir Tacos mit Crispy Chicken bestellt. Das sieht man hier. Das Sour Cream. Oh ja. So, Sophia macht noch ein bisschen Sour Cream drüber. Die Füllung ist jetzt nicht so nice. Ich dachte, da ist noch mehr Zeug drin. Ein bisschen Koriander und sowas. Boah. Boah, krank, Alter. Man schmeckt so einen Unterschied. Das Ding kostet 1,80 und es schmeckt viel, viel, viel geiler als dieser ganze Rotz, den ich vorhin hatte. Erinnert ihr euch noch an diesen McDonald's-Wrap oder was auch immer ich da hatte? Und vergleicht das mal hiermit. Das war preislich der gleiche Rahmen. Mm. Das ist so richtig geil gewürzt. Ein Hähnchen so leicht spicy, gut mariniert. Da passiert einfach was im Mund. Auch die Pommes sind, würde ich sagen, von der Konsistenz her, so wie McDonald's Fries, wenn ihr sie ganz frisch bekommt. Was in dem Fall ein Kompliment ist, weil ich finde die Pommes bei McDonald's ganz gut. Aber die sind noch ein bisschen crunchy, ein bisschen würziger. Hier habe ich mir einen Burrito bestellt. Wir haben kein Messer, dann tut es mir leid. Ich muss das leider machen. Der ist gefüllt mit Reis, die man nun schwer erkennen kann. Unter anderem auch mit Tomate, mit Hackfleisch, Guacamole und mit Sour Cream. Und auch hier würde ich sagen, der schmeckt eigentlich ähnlich geil wie die von Chipotle. Da merkt man halt einfach, dass diese ganzen Standard-Fastfood-Ketten irgendwie so langsam den Anschluss verlieren, wenn sowas die Konkurrenz wird und einfach Leute den Unterschied auch ein bisschen schmecken und bereit sind. Hier ist auch so viel los. Ja, hier ist so viel los, Alter. Es sind so viele Leute, die hierher kommen. Aber feier ich. Geil, wie das uns schmecken. Schmeckt richtig gut, ist relativ gesund auch und im Großen und Ganzen eine geile Sache. Würde ich mir wünschen, dass wir sowas in Deutschland hätten. Wow, Leute, der Laden, der war wirklich ein richtiger Banger, muss ich sagen. Mit Preis, Leistung und allem 9,5 oder sowas von 10. Ich habe jetzt gerade nachgeschaut, da gibt es auch so Salate, die hätten 8 Euro gekostet. Mein Bier allein hat 4 Euro gekostet. Das heißt, ohne das Bier hätten wir jetzt 30 Euro für uns beide zusammen für wirklich ein fettes Abendessen gezahlt. Ich würde sogar fast behaupten, es ist günstiger als in Deutschland. Und die Qualität und das Essen hat wirklich fast schon Restaurantniveau gehabt, würde ich sagen. Also Guzman y Gomez, sehr nice. Wir haben leider unseren letzten Abend heute hier in Byron Bay. Das ist der Ort, in dem wir uns gerade befinden und das Video drehen. Hier gibt es richtig, richtig viele süße Restaurants und auch süße kleine Hunde. Schaut gerne nochmal auf Franklin TV vorbei, da findet ihr noch viel mehr Vlogs von unserer Australienreise. Allein zwei Vlogs hier aus Byron Bay, wo sich auch sehr viel um Essen dreht. Wir aber auch noch viele Sachen erkunden. Und der Ort hier hat uns bis jetzt, glaube ich, so am besten gefallen. Ist wirklich eine dicke Reiseempfehlung. Eine sehr nice Sache hier werdet ihr gleich noch sehen. Unter anderem habe ich auf Franklin TV auch diesen Döner hier getestet. Und eine Sache, die ich heute noch überlegen war, sie zu testen, vielleicht testen wir es gleich nach dem nächsten Ding noch, ist Baskin Robbins. Das ist eine amerikanische Kette, die quasi so Eis machen. Aber ich habe es auf was anderes abgesehen. Und zwar auf Grilled Healthy Burgers seit 2004. Hier gibt es unter anderem Low Carb Buns. Dann werden einem hier auch bei allen Mahlzeiten immer die Kalorien bzw. hier die Kilojoule angezeigt. Hier auch hier gibt es Wagyu Burger und ich möchte es mal auf die Spitze treiben und werde hier mal das Low Carb Super Bun probieren. Es beinhaltet Mandeln und Eier. Das Hähnchen wird hier auch in Olivenöl angebraten. Ich würde sagen, das müssen wir auch mal probieren. Voll nett, der Typ, der da gearbeitet hat, der war sogar ein Zuschauer. Also auch hier in Australien, überall auf der Welt ist die Community am Start. Kuss geht aus, keine Ausreden ist das Motto. Der Typ zieht da gerade durch. Für mehr oder weniger den Mindestlohn hier in Australien macht er da drin Burger. Aber manchmal muss man halt machen, was er machen muss, ne? Haben wir ja auch gemacht. Byron Bay ist auch so ein bisschen so ein Hippie-Ort und hier ist es ganz normal, dass man sich etwas zu essen vor Takeaway nimmt. Hier auf die Wiese sitzt und dann hocken alle so zusammen. Am Abend wird hier manchmal Musik gespielt und man schaut halt aufs Meer raus. Richtig schön.
Das Essen hat leider ein kleines bisschen gedauert zuzubereiten und wir haben den Sonnenuntergang mittlerweile verpasst. Ich blende euch aber mal Aufnahmen ein, wie das hier die letzten Tage aussah. Es hat wirklich so eine richtige Magie und schaut einfach nur atemberaubend schön aus. Hier ist jetzt das Essen. Ich würde sagen, wir probieren es mal noch. Wir beginnen mit den Hähnchenbites, mit dem Healthy Fried Chicken, was jetzt in Olivenöl frittiert wurde und mit ein bisschen Salz drüber ist. Wow, ganz schön salzig. Aber man kann vielleicht erkennen, es ist Hähnchenbrustfilet. Davon habe ich jetzt hier 6 Stück drin. Sieht so aus. Ist geschmacklich ganz okay. Haut mich jetzt nicht um, aber schmeckt halt wie Hähnchenbrust, die angebraten wurde mit ein bisschen Salz. Ne? Dafür hat die Portion hier, glaube ich, keine 200 Kalorien. Kann man also auch in der Diät einigermaßen essen. Jetzt bin ich mal selber gespannt, wie der Low Carb Burger ausschaut. Geiles Packaging schon mal auf jeden Fall, so ein bisschen nachhaltig gemacht. Übrigens haben die 2 Sachen plus eine Flasche Wasser auch wieder 30 Dollar gekostet. Also es ist relativ teuer. Ich habe das leise Gefühl, dass das Bun floppt wird. Ja, das ist halt, so schaut ein Burger aus, wenn man ihn mit einem Low Carb Bun bestellt, Leute. Naja, es hätte aber auch noch andere Buns gegeben natürlich und die sahen noch besser aus. So, ich bin jetzt mal gespannt, wie das schmeckt. Wir haben hier das Wagyu Fleisch drauf. Let's go. Ich war auch beim Zweitkanal schon mal bei Grilled, hatte einen Chicken Burger, der hat geiler geschmeckt. Dieses Low Carb Bun schmeckt einfach nicht so geil. Dann nehme ich doch ein paar Kalorien mehr in Kauf, den Mittelwert und nehme einen richtigen Burger. Aber das hat jetzt nicht so viel mit einem Burger zu tun für mich. Das Fleisch hat aber einen ganz guten Geschmack, muss ich sagen. Ich lasse mir schmecken, wir sehen uns beim Fazit. Die Chicken Bites waren dann doch noch ganz gut, muss ich sagen. Noch geiler dazu wäre, glaube ich, Ketchup gewesen. Guzmany Gomez hat dir getaugt, aber du hast gesagt, eine Sache hast du in Australien vermisst. Animal Fry. Von? In Out. Ja, das ist und bleibt dein Favorit, yeah, gell? Ja, mein Favorite. Die schwärmt davon, seitdem wir in den USA waren. Ich fand auch Guzmany Gomez mit Abstand am besten. Hatte ich ja zum Glück schon mal anders getestet, da weiß ich, dass sie auch anders können. Ich habe es auf die Spitze getrieben jetzt mit diesem Low Carb Bun und sowas. Ansonsten habe ich heute wieder gemerkt, wie krass wenig eigentlich so dieses wirkliche Trash Fast Food von McDonald's und Co. einen sättigt. Ich habe mir wirklich Fett reingehauen und es hat mich auch nur kurz gesättigt. Jetzt vorhin dieses mexikanische Essen, das ist so, liegt so richtig schwer im Magen und ja, erfüllt einen so richtig. Also an der Stelle der Reminder, Leute, anstatt euch irgendwas so Fast Food zu holen, probiert es vielleicht mal aus, wenn ihr mal irgendwo seid, aber für dauerhafte Ernährung ist das auf jeden Fall nichts. Wir packen es jetzt zurück zu unserem Airbnb und genießen ja noch die letzten Stunden in Byron Bay. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute. Da verbringen wir 24 Stunden im Auto hier in Australien. Wir holen nämlich ab morgen einen Camper ab, einen Wohnwagen und damit werden wir 1000 Kilometer in den Süden fahren. Ihr habt vielleicht das Video gesehen, wo wir 24 Stunden auf der wilden Insel verbracht haben. Es wird also nächste Woche wieder richtig heftig und wir freuen uns dann, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst ein Abo, damit ihr es nicht verpasst, das nächste Video. Bis zum nächsten Mal. Over and out, Leute. Ciao. Ich möchte einen langen, schwarzen... Hilfe!